In dem Oscar-nominierten Schweizer Kurzfilm «La femme et le déjà vu» winkt die einsame Elise seit 40 Jahren dem déjà vu zu. Als daraus ein romantischer Briefverkehr mit dem Lokführer entsteht, ist Elise wie ausgetauscht, bis die Bahnverbindung eines Tages abgeschafft wird. Eine auf wahre Begebenheiten inspirierte Geschichte, bewegend inszeniert von Timo von Gunten.